die Haut. Dachtest, du könntest auf sie aufpassen. Ein Mann wie du. Meinetwegen liegt sie hier. Bleiben nur noch wir zwei, Bibi. Ich hab nur noch dich. Ich beschütze dich. Was auch passiert. So, Leute, und damit fahren wir jetzt zum Hafen und verlassen diese Insel. Zack. Moped ist ein bisschen überladen, wegen meinen Materialien, aber die will ich mitnehmen. Die will ich mitnehmen. So, und jetzt düsen wir im Sauseschritt zum Hafen. Und der ist nämlich hier vorne. Willst du auf diesem Schiff mitfahren, Sam? Yes. Sei dir bewusst, dass du alle noch nicht zugestellte Fracht zurücklassen musst, wenn du an Bord gehst. Es wäre aber eine Schande, etwas Wichtiges aufzugeben, gerade wenn ein Auftrag fast abgeschlossen ist. Mein Rat? Pack das Zeug in deinen privaten Spind in Port North City. Oder, falls du vorher noch etwas erledigen willst, kannst du deine Schiffsreise auch so lange aufschieben. Deine Entscheidung. Gut, dass ihr es vorher sagt. Ich habe so viel Material dabei. Juhu! Hoppala. Da wollte ich gar nicht hin. Mein Fehler. Okay. Nehmen wir den Boss besiegt. So. Da bringen wir schnell das Zeug weg. Welche Düse kannst du, Willy? Die Karre kann irgendwie nicht bremsen, habe ich das Gefühl. Nur wenn er absteigt. So. Das bedeutet ja, alles, was ich jetzt dabei habe, quasi. Kann man ja auch zumachen, den Spind eigentlich? Ne. Blutgranaten. Ja, gut, Stiefel wird jetzt nicht so wild sein. In den privaten Spind legen. Das heißt, wir sind jetzt komplett nackig, richtig? Perfekt. So, jetzt können wir aber, Leute. Jetzt können wir aber. Auf das Moped. Fertig. Los. Alter! Das kann springen! Snack? Du hast es geschafft. Ich bin hart im Nehmen, trotz meines Namens. Du hast das Arschloch auch gesehen, oder? Hicks, der Anführer einer Separatistengruppe. Sah aus, als würde er dieses GD kontrollieren. Sowas geht auf Stufe 7, vielleicht höher. Du weißt anscheinend viel über ihn. Wir haben zusammengearbeitet. Wir hatten sowas wie einen Vertrag. Geschäfte mit Terroristen?
Na, Hauptsache Geld, was? Er war damals nicht so. Also, was ist dein Ziel, hä? Willst du die Welt retten oder sie zerstören, so wie er? Ich wünschte, die Dinge wären anders, okay? Hier ist unser Taxi. Keine Sorge, ist noch ein Schuss. Komm schon, wir sind die einzige Fracht. Wir sollten morgen dort ankommen. Wie ich schon sagte, Sam, die Vergangenheit lässt einen nicht los. Hör zu, ich muss dich um etwas bitten. Es hat mit diesem Arschloch zu tun. Hicks. Sam? Erinnerst du dich? Es wird langsam Zeit, Sam. Bis du es mir gesagt hast, hatte ich keine Ahnung. Keine Ahnung, dass ich am Leben war. Es gibt keinen Unterschied zwischen Leben und Tod, wenn man ganz allein ist. Du bist warm. Ich will nicht nach Hause.
dich nach Hause. Hier, das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Findest du nicht mehr nach Hause? Na komm, ich gehe den halben Weg mit. Und den Rest schaffst du alleine. Besser? Ich werde auf dich warten am Strand. Komm und finde mich. Wir haben hier sehr oft miteinander gespielt. Du hast mich hergebracht. Allein hätte ich das nicht geschafft. Solange du in einen Körper zurückkehren musst, kannst du nicht nach Belieben kommen und gehen. Also kommst du von hier nicht einfach in den Osten? Nicht, bis du uns wieder vereinigst, Sam. Ich werde auf dich warten, am Strand. Komm und finde mich. Keine Ahnung, wie du schlafen kannst. Brauchst du eine Stärkung? Willkommen in Lake Knot City. Was? Nichts. Dann komm. Diese Fracht kommt aus Port Knot City mit Bestimmung Lake Knot. Die überlasse ich dir. Das Versandterminal ist da vorne. In der Zwischenzeit habe ich noch etwas zu erledigen. Wir sehen uns später. So, gucken wir mal, was die hier so hat. Lieferung an Lake Knot. Das heißt, wir können die quasi einfach nur abgeben. Okay. Noch irgendwas? Wahrscheinlich eher nicht. Wusch. Was haben wir denn da oben? Einsammeln. Speicherchip erhalten. Falls du unterwegs Speicherchips findest, reiche sie unbedingt über das nächste Terminal ein. Wer weiß, welche seltenen und kostbaren Daten darauf zu finden sind. Mit deiner Spende machst du garantiert irgendjemanden sehr, sehr glücklich. Guck mal, hier kannst du einfach alles einsammeln. Puff. Abgebedings hat sie gesagt, ist hier oben. Jetzt kommt wieder ein Track. Verlorene Fracht. Guck mal, es muss alles nach Lake Dingsbums. Das kann ich doch jetzt alles einsammeln. Und jetzt wüsste, wo
der Scanner ist. Und hier ist überall Fracht. Sehe ich das hier irgendwo? Ach, da oben. Ach, deswegen, weil ich noch gar nicht da bin, liegt das ganze Zeug hier rum. Ich dachte, es wäre hier oben. Ja, aber so einfach nur geradeaus quasi. Ich habe jetzt maximal links erreicht. Kann er klettern? Ey! Eigentlich sollte er klettern. Kann er nicht. Zu schwer. Also die Songs sind auch echt gut gewählt, muss man schon sagen. Aber das ist alles Zeug, was jetzt nur da hoch muss. Also warum soll ich es nicht mitnehmen? Er hat zwar einen ganz schönen Turm auf dem Rücken, aber hey. Müssen wir es doch gleich geschafft haben. Da hinten ist es. Hier ist ja richtig lieblos, trostlos hier irgendwie. Hier ist nichts weit und breit, außer ein Hafen rechts. Hamburg, bist du's? Fast geschafft, Leute, fast geschafft. Fast haben wir das Türmchen abgeliefert. So. Hier stehen gar keine Schilder. Was ist da los? Leute. Das geht so nicht. Wir müssen hier Schilder hin. Hier muss mindestens ein Schild stehen. Jeder nervt hier mit Schildern. Also von daher. Am besten hier so ein freundliches. Gibt es so ein Willkommensschild oder so? Leider nicht. Slow down. Haben wir ein glückliches Schild hin. Doch nicht ein Schild hier? Bin ich der Erste, der hier rumpimmelt, oder was? Anzug wird dekontaminiert. Kann doch was nicht stimmen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ist nicht Hamburg. Wenn es Hamburg wäre, würde es regnen. Hallo Kopernikus, Grüße. Oh, schnell abgeben den Scheiß. Oh, wir haben es geschafft. Liefern. So. Zurückgeben. Ja, warte, das lassen wir mal noch. Elite-Postbote halt. Ja, Mann. Schiff die ganze Zeit beobachtet. Ich muss dir diese Frage leider stellen. Ist deine gesamte Fracht sauber? Nichts Gefährliches oder Illegales? Sie haben dich sicher schon beim Einlaufen gecheckt, aber ich muss noch mal nachsehen. Alles sauber. Nichts Ungewöhnliches. Die Fracht sieht auch super aus. Sowas haben wir schon lange nicht mehr gekriegt. Tja. Ich bin ja auch Elite-Postbote. 2% beschädigt, 1%. Ja, komm. Trotzdem ein Awesome! Keramik kann jetzt in allen zugehörigen Einheiten verwendet werden. Die Menge an Materialien ist jetzt erhöht. Okay. Das geht doch gut ab. So, das sind die ganzen Lieferungen, die wir jetzt hier gebracht haben. Easy. Locker Level 60. 55 nur. Oh, guck mal hier, tatsächlich Elite-Frachthelfer. Okay.
Du besitzt jetzt Frachtzustand Klasse 10. Ich habe jetzt kann jetzt besser Gleichgewicht halten. Nice. Ich bin jetzt sogar Meisterfrachthelfer. Alter. Verschiedene Klassen. Erhältst jetzt mehr Likes. Ja, ich halte ja überhaupt gar keine Likes. Also von daher. Guck mal, wir spielen jetzt schon fast 8 Stunden. Krass. Krass. Sorry wegen dem Stress. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Oh, du sollst einen Cupid dabei haben. Stimmt das? Du darfst uns anbinden. Machen wir. Wie sich das immer vom Hals reißt. So. Neuer Strang geknüpft. Sehr gut. Was? Rauchabgebender Frachtkörper? Okay. Ach, jetzt sehe ich erst die Dinger. Stimmt. Deswegen war da noch kein Schild. Ha! Scheiße. Wir sind also endlich im Netzwerk. Hat lang genug gedauert. Wir halten nicht zurück. Capital Nord City bekommt alles. Wenn diese Informationen der Sicherheit aller dienen, habe ich nichts dagegen. Und ich bin sicher nicht der Einzige hier, der das so sieht. Damals, als Bridges 1 hierher kam, war die Lage wahrscheinlich besser. Zumindest haben uns damals keine Terroristen oder GDs das Leben schwer gemacht. Naja, sei vorsichtig da draußen. Die Welt hat sich verändert. Und vielen Dank. Gern geschehen. Hast du Ground Zero endlich passiert? Glückwunsch und Dankeschön. Ab hier wird es allerdings nicht leichter. Bei unserem ersten Besuch war es anders. Friedlich. Die drei Städte da draußen, Lake, Middle und South Nord, wollten alle unsere Wiederaufbaupläne unterstützen. Fragile Express hat für alle drei Lieferungen durchgeführt und den Kontakt aufrechterhalten. Aber die Angriffe der Separatisten vor einem Jahr haben alles verändert. Einer hat Middle Nord City ausradiert. Sie haben Atomwaffen von früher gezündet. Der andere Angriff hat halt South Nord City zerstört. Die Verluste waren verheerend. Bridges hat nicht genug Ressourcen, um die restlichen Städte allein zu vernetzen. Wir brauchen die Unterstützung aller. Selbst jener, die nichts mit den UCA zu tun haben wollen. So unmöglich es klingen mag. Die Lage hat sich seit dem Aufbruch von Bridges One nach Westen verändert. Besonders die Zerstörung von Middle Nord hat uns eine neue Strategie aufgezwungen. Wie Amelie gesagt hat, uns fehlen Zeit und Ressourcen, um einen weiteren so großen Knoten zu bauen. Deshalb treffen wir Vereinbarungen mit Preppern und anderen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihre Bunker zur Verstärkung des Netzwerks zu nutzen. Nur eine bestimmte Art von Mensch würde alleine hier draußen leben. Die, die uns sagt, dass wir uns unseren UCA-Beitritt sonst wo entziehen können. Natürlich werden sie nicht sofort begeistert zustimmen. Aber obwohl sie die meisten Leute nicht leiden können, kamen sie mit Fragile Express zurecht. Sag jetzt nicht, wir sollen sie als Empfehlung benutzen, um bei ihnen gut anzukommen. Bingo. Sie hat schon zugestimmt. Aha, und was hat sie davon? Warum auch immer. Schätze, um es Higgsheim zahlen zu können. Das kann ich ihr nicht verübeln. Er hat ihr alles und noch viel mehr genommen. Zeit heilt manche Wunden, aber ihre nicht. Die anstehende Arbeit wird nicht leicht, aber sie muss getan werden. Ruhe dich erstmal etwas aus. Wir reden später weiter.
nennt man Kipu. Das ist ein altes Wort für Knoten. Damit kann man auch Dinge zählen. Für jeden Freund mache ich einen Knoten. Okay. Dann mache ich einfach immer einen Knoten, wenn ich dich sehe. Das muss dir sehr viel bedeuten, wenn du es herbringen konntest. Etwas Besonderes. Ganz besonders. Und nur für dich. Ich pass gut drauf auf, Sam. Was essen? Wieso bist du hier? Frag deinen Bossmann. Nein. Wieso bist du hier? Hab eine Lieferung für einen Boten. Das wirst du auf deinem Weg brauchen. Damit weist du dich als Mitarbeiter von Fragile Express aus. Es besteht aus meinem Blut und chiralen Kristallen. Sieh es als eine Art Band an. Die Prepper in der Gegend machen dir keinen Ärger, wenn du das hast. Wir waren die Einzigen, die hier draußen ausgeliefert haben. Das war unser Territorium. Bis Hicks alles versaut hat. Mich, Fragile Express, unseren Ruf, alles. Und jetzt willst du es ihm heimzahlen. Ganz allein. Ich bin nicht allein. Die Höhle, Port North City, an deinem Bett. So weit weg und doch treffen wir uns ständig. So viele GD-Gebiete zwischen uns, wo mich ein leerer Sturz treffen müsste. Und doch bin ich hier. Ich bin hier. Du kannst den Strand benutzen? Ich habe einen Strand. Du hast deinen, ich meinen. Ich springe damit durch den Raum. Ich kann keine GDs herbeizaubern wie Hicks, aber ich kann ihm folgen. Ihn zum Strand folgen. Das Problem, jeder hat seinen eigenen Zugang. Ich kann nur durch den Strand reisen, den ich kenne und verstehe. Du hast sicher schon vom Multiversum gehört. Hey, geht's dir gut? Die Sprünge fordern mir viel ab. Saugen mir das Blut aus. Du willst nach Edge North City, oder? Da wimmelt's von Terroristen. Aber wenn du das durchziehst, dann musst du es früher oder später mit Hicks aufnehmen. Hör zu. Ich liefere Dinge. Monster und Terroristen zu töten, ist nicht mein Job. Und wenn wir es gemeinsam tun? Mit meiner Kraft könnte ich dir helfen. Man muss nicht dasselbe wollen, um auf einer Seite zu stehen. Ich könnte dich schicken, über meinen Strand. An jeden Ort, an dem das Chiralium dicht genug ist. An jeden Ort, der im chiralen Netzwerk ist. Und was verlangst du dafür? Dass du darüber nachdenkst. Hier. Ein kleiner Ansporn. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Damit bleiben wir in Verbindung. Bis dann, wir sehen uns. So, Schnellreisen. Kann ich in Sekunden schneller in jeden Verteilerzentrum und jeden Schutzhütte innerhalb des Gebietes mit blablabla transportieren. Alle Gegenstände, die du trägst, werden in einem privaten Spind abgelegt. Ah, okay. So, wir müssen erstmal auf Toilette. Erstmal aufs Klo. Und dann nochmal duschen. EA
eins. So. Und duschen.